herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Video, wo ich glaube, ohne dass es jetzt ein bisschen selbstdarstellerisch wirkt, ist es genau das richtige Video für mich. Und zwar zeige ich euch heute mal den Unterschied zwischen S4 und RS4B5. So, das heißt, es geht heute rein um die B5-Reihe. Meine liebste Audi-Reihe, die es gab, mit meinem geliebten V6 Biturbo. Mit den Dingern beschäftige ich mich jetzt mittlerweile, ich würde sagen, seit, vorsichtig gesagt, 11 Jahren. Ich habe wirklich einige Autos zerlegt und kenne somit auch wirklich, ich will jetzt nicht sagen, fast jede Ecke von dem Auto, aber ich habe wirklich Stunden vorm Teileprogramm verbracht, habe geguckt, was wie wo gleich ist, was unterschiedlich ist und so weiter. Genau das will ich euch heute zeigen. Phil fährt gerade mit seinem wunderschönen Misano roten RS4 hinter uns. Wir suchen uns jetzt als allererstes mal eine coole Location. Dann gibt es einen kleinen Porn und dann steigen wir mal ganz tief in die Materie ein, wo die Unterschiede zwischen S4 und RS4 sind. Einfach mal mit den Basics an. Wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir einmal ein Kombi und einmal eine Limousine. Das liegt einfach daran, den RS4 B5 gab es nur als Kombi. Die Limousine hingegen gab es als, den S4 gab es hingegen als Limousine und als Kombi. RS4 ist der Nachfolger von dem RS2, wurde erstmalig von der Quadro GmbH eigenständig gebaut. S4, ganz normal Audi und auch ein Jahr früher schon gebaut. Das heißt, den S4 gab es ab 98 bis 2001, den RS4 gab es Ende 99 bis 2001. So, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Karosse. Da sieht man nämlich den größten Unterschied. Jetzt hätte ich eine wichtige Zahl fast vergessen. Von den RS4 gab es tatsächlich nur 6000 Stück. Das ist wirklich nicht viel. Praktisch kann man bei der Karosserie sagen, an dem RS4 ist wirklich jedes Teil anders, außer die Motorhaube. Es ist tatsächlich so, dass beim RS4 rundum alles geändert wurde. Man sieht es relativ schnell. Das Auto ist in Summe 66 mm breiter. Das sieht man speziell an den ausgestellten Kotflügeln. Dann die Schweller und die deutlich dickeren Backen. Das Ganze hat zur Folge, dass natürlich die Türen auch nochmal unterschiedlich sind. Stoßstangen vorne mit den seitlichen Kiemen und den großen Lufteinlässen sind natürlich auch anders. Und als allerletztes, was viele nicht wissen, selbst die Heckklappe ist anders, weil der RS4 hat nämlich diesen kleinen Dachkantenspoiler. Und der lässt sich zwar auch bei einer S4 oder A4 Klappe montieren, ist allerdings mit Bohren verbunden. Das heißt, eigentlich ist die RS4 Klappe eine andere. So, ansonsten Scheinwerfer, Rückleuchten, das ist alles gleich. So, jetzt gucken wir uns mal den A4 an, beziehungsweise S4, weil der S4 ist ja auf Basis des A4s gebaut. So, das heißt, bei dem S4 sind einige Teile identisch wie an dem A4. Das heißt, Heckklappe, Türen, Kotflügel, Haube, identisch, mit dem einen Unterschied. Am S4 sind die, man nennt sie eigentlich die Stoßleisten, sind lackiert. Beim A4 sind die immer einfach nur in schwarz-matt. Zusätzlich hat der S4 immerhin eine, eigentlich heißt sie Unterholmverkleidung, Schweller, welche auch in Wagenfarbe lackiert ist. Ein kleines Detail, wo man meistens gar nicht drauf achtet, ist, ich habe ja gerade gesagt, beim S4 sind die Leisten an den Türen lackiert. Der RS4 hat gar keine Leisten an den Türen, weder oben noch unten. Und ich finde dadurch, dass keine Leisten vorhanden sind, sieht das Auto sofort 5 bis 10 Jahre neuer aus, weil die Seiten einfach so glatt sind. Es kommt viel, viel, viel krasser diese
die Wölbung in der Tür zur Geltung, als auch das Auto sieht nach unten hin viel, viel breiter aus. Weil, wenn man sich jetzt hier überlegt, dass hier normalerweise erst noch eine Leiste ist, würde der Schweller gleich wieder viel schmaler aussehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man kaum drauf achtet. Jetzt, wo man es aber weiß, wird man jedes Mal ein RS4 sehen und sich denken, ah, deswegen sieht er so neu aus. Ja, den S4 gab es, wie gesagt, als Limousine, als auch als Kombi. Im Fachjargon heißt es eigentlich Avant. Hingegen dem RS4, den, wie ich bereits sagte, nur als Kombi gab. Wenn man sich mal die Front anguckt, sieht man auch beim S4 eine andere Stoßstange. In dem Fall sind die Gitter allerdings einmal unterteilt und der Kühlergrill ist auch nochmal ein anderer beim S4. Der ist ein bisschen feiner als beim RS4, der Grill mit den typischen Waben, der einfach die ganze Front deutlich bulliger aussehen lässt. So ein Riesenunterschied ist, der S4 hat immer diese Quarzzierleisten gehabt. Das sind eigentlich schwarz-grau glanzeluxierte Leisten. Den S4 gab es nur so. Beim RS4 hingegen gab es wahlweise diese Leisten oder, welche ich am schönsten finde, diese Alu-Mattenleisten. Passend dazu gab es beim RS4 dann auch die Dachreling und die Spiegelkappen. So, jetzt kommt's, Spiegelkappen. In dem Fall sind es wirklich noch richtige Spiegelkappen, weil das ist wirklich ein Aluklotz aus dem Vollen gefräst, der am Ende nur einmal eloxiert wurde. Also das ist noch richtig Alu. Ich weiß noch, zu Zeiten, wo die Autos neu waren und es tatsächlich ab und an mal Autos beim Händler gab, waren die extrem heiß begehrt, wurden ständig geklaut, weil selbst damals haben die, glaube ich, schon Neupreis 2000 Euro das Pärchen gekostet. Nee, das stimmt gar nicht. Das war genau der Umschwung D-Mark zu Euro. Das waren 2000 D-Mark damals noch. So viel erstmal zum Thema Optik. In Summe kann man halt einfach sagen, der RS4 sieht deutlich breiter aus, deutlich bulliger und einfach deutlich männlicher. So, in unserem Fall können wir jetzt natürlich schlecht auf Thema Felgen und Bremse eingehen, weil wir haben so ungefähr die beiden getuntesten Autos von Hannover nur gefunden, zufälligerweise. Und wir haben halt einmal Keramik, einmal eine große Movit-Bremse, zweimal OZ-Felgen. Das entspricht leider nicht der Serie. Ich kann euch aber sagen, der RS4 stand original immerhin auf 8,5x18 Felgen und der S4 stand auf 17 Zoll. Gab es aber sogar wahlweise sogar mit 16 Zoll Alufelgen. Das waren so dünnspeichige, mit Winterreifen sogar. So, jetzt kämpfen wir uns mal in den Innenraum. Wir sehen hier S4 Einstiegsleisten mit S4-Symbol. Beim RS4 hingegen sind diese mit schwarz eloxierten Streifen mit RS4. Sündhaft teuer, die Leisten mittlerweile, weil um den Schweller abzubekommen, muss man leider die Leisten abmachen. Diese sind geklebt, brechen fast immer kaputt. Zusätzlich ist unter dieser Kante Luft, logischerweise, weil das ist einfach nur eine Schiene. Und die Leute treten mit der Zeit mit den Füßen hier immer gegen. Manche, ich habe schon Leute gesehen, die klopfen sich sogar tatsächlich die Füße dran ab, brechen die Leisten leider kaputt. So, jetzt haben wir hier eine Limo, die tatsächlich eine Recaro-Ausstattung hat. Ultra selten, ganz schwer zu bekommen mittlerweile. Ich brauchte jetzt für meine Limo auch wieder eine Recaro-Rücksitzbank, ganz schwer zu kriegen. Das heißt, aufpreispflichtig beim S4 gab es eine Recaro-Ausstattung. Beim RS4 hingegen war diese Recaro-Ausstattung serienmäßig verbaut. Beim RS4 gab es diese sogenannte Hightech-Ausstattung, so hieß sie zumindest in den ganzen Foren. Das ist so ein genobtes Kunstmaterial. Es wird bestimmt einen Fachbegriff dafür geben, den kenne ich allerdings nicht. Habe ich bisher wirklich nur bei diesem Auto gesehen. Manche sagen Goldfaden dazu, weil es so ein bisschen goldig ist. War halt einfach damals so. Ja, sonst ist es eigentlich von außen gar nicht so viel Unterschied. Selbst hier am Tankdeckel sieht man, wie viel der Kombi breiter wird, also der RS4. Weil diese Ecke hier sieht man richtig, wie die halt ausgestellt ist. So, hier drin war es ehrlich gesagt beim RS4 gar nicht so ein großer Unterschied. Es gab das Navi Plus, war allerdings aufpreispflichtig. Es gab tatsächlich Autos ohne das Navi Plus, Doppeldien. Der Schaltknopf ist in dem Fall, so wie hier drin ist, nicht Serie. Aber RS4 hatte ein anderes Lenkrad mit dem RS4-Emblem unten drin. Wahlweise auch in Wildleder. Das hier ist jetzt Alcantara, aber es gab ab Werk wirklich so ein ganz offenes Wildleder. Und ja, es gab ein Schiebedach. Viele haben auch ein Schiebedach damals genommen. Und ganz oft wurden die Autos wahlweise entweder mit diesen Klavierlackleisten ausgeliefert. Oder das Ganze gab es auch noch in Carbon.
Jetzt kommt es allerdings. Das Carbon beim S4 war tatsächlich ein eigenes Carbon nur für den S4. Erkennt man immer daran, dass in dem Carbongewebe tatsächlich dieser kleine blaue Faden drin ist. Beim RS4 hingegen hatte das Carbon, wenn man Carbon hatte, einen kleinen silbernen Faden drin. Ich kann euch das in dem Fall sogar zeigen, weil Marius hat ein Teil nachgerüstet. Das ist diese obere Leiste hier. Die gab es nämlich beim S4 in der Serie nicht in Carbon. Genauso wie der Aschenbecher unten. Beim S4 war das immer ein Kunststoff. Und nur die untere Leiste ist wieder passend dazu mit dem Blaufaden. So, zwei Pluspunkte, die der RS4 gegenüber dem S4 hat, die einfach Welten ausmachen, ist einmal der Tacho. Wir haben einen komplett anders gestylten Tacho mit einer weißen Beleuchtung. Beim S4 ist noch alles, oh, jetzt piepst es ein bisschen. Beim S4 ist noch alles orange, beim RS4 haben wir immerhin schon weiße Ziffern und diesen leichten 3D-Effekt drin und das lässt das Auto von innen einfach gleich viel, viel neuer aussehen. Genauso ist beim RS4, sind alle vier Türgriffe in schwarz-matt. Und dazu noch ein ganz kleines Detail, beim Handbremsgriff, der Gnupsi ist auch in schwarz. Das lässt den Innenraum einfach gleich viel moderner aussehen. Ja, was gab es noch an Ausstattung? Eigentlich gab es bei den Autos nicht viel an Ausstattung. Es gab noch ein Bose-System, Soundsystem, war beim RS4 immer drin. Dann gab es ein fest eingebautes Telefon, das kam so aus der Mittelarmlehne raus. Xenon hatte sowohl S4 als auch RS4 serienmäßig. Bei der Thema Ausstattung müssen wir allerdings eigentlich noch mal drauf eingehen. S4 gab es als Facelift und Vor-Facelift. Vor-Facelift 98, Facelift 99 bis 2001. Wobei es selbst bei dem Facelift noch mal ein Facelift gab. Das ist ein eigenes Video, da besorge ich mir mal ein Vor-Facelift-Auto und ein Facelift-Auto und dann zeige ich euch da mal die Unterschiede. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Thema Motoren ein. Kurz gesagt, viele denken S4, RS4, gleiche Technik, weil beides 2.7er V6 Biturbos. Praktisch sind es wirklich komplett unterschiedliche Motoren. Da kommt auch der Preisunterschied her. Der RS4 hat damals 130.000 D-Mark neu gekostet. Allerdings muss man auch dazu sagen, die RS4-Technik kam damals von Cosworth. Damals gehörte Cosworth noch zum VW-Konzern und deswegen hatte nämlich Cosworth da seine Finger im Spiel. So, das heißt unterm Strich, wir haben es schon öfter mal bei Björn in den Motorenvideos thematisiert, ist wirklich S4 zu RS4. Ich überlege gerade spontan, ob mir ein Teil einfällt, was gleich ist. Zündspulen sind gleich, Auslasswellen sind gleich und so ein paar Kleinigkeiten noch. Aber unterm Strich ist komplett Motor, Block, Kurbelwelle, Kolbenpleu, Schwungrad, Köpfe, Ventilfedern, Ansaugbrücke, Drosselklappe, Einspritzdüsen, Einspritzgalerie, Ladeluftkühler. Eigentlich ist alles anders, um es mal so kurz zu machen. Man sieht es auch schon optisch, wenn man reinguckt. Beim S4 ist das Ganze noch relativ dezent. Jetzt haben wir hier auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil normalerweise bei einem S4 sind hier weder Carbonabdeckung drauf, noch ist dieses Rohr lackiert. Man sieht allerdings, dieses Rohr ist normalerweise aus Plastik und nicht lackiert. Und dann geht es allerdings auch weiter. Wir haben einen deutlich kleineren Luftmassenmesser. Das Oberteil vom Luftfilterkasten ist kleiner. Die Ladeluftkühler sind welten kleiner. Wir haben beim S4 noch haufenweise Kunststoffrohre, wie ihr hier zum Beispiel seht. Das heißt, die Verbindungsrohre zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe sind aus Kunststoff. Ja, beide Motoren hatten serienmäßig eine Klimaanlage und sehen aufs Erste auch gleich aus. So, jetzt im Vergleich RS4 dazu. Hier seht ihr die originalen Carbonabdeckungen. Bei Marius auf dem Auto waren es Zubehörabdeckungen. Diese Carbonabdeckung serienmäßig drauf gewesen. Es geht los. Luftfilterkasten, Luftmassenmesser, das große Y-Rohr, welches auf den ersten Blick bei beiden gleich aussieht, ist in dem Fall richtig aus Alu geschweißt. Und dann geht es immer so weiter. Ansaugrohre sind größer, Turbolader sind größer, Hosenrohre sind größer. Die Rohre zwischen Ladeluftkühler und Motor sind aus Alu, damit sie nicht platzen können und länger dicht sind. Ladeluftkühler sind größer. Und so zieht sich das durch den ganzen Motor. Wir haben hier serienmäßig 381 PS, beim S4 265 PS. Das heißt, es ist auch schon im Verhältnis deutlich mehr Leistung als beim S4.
Ich persönlich sage bis heute, dass das wirklich ein extrem standfester Motor ist. Ich bin der Meinung, wenn man einen frischen Motor hat, mittlerweile haben die Motoren leider alle 1, 2, 300.000 Kilometer runter und ihr könnt euch sicher sein, es gibt kaum einen RS4, der nicht geballert wurde, weil man kauft sich so ein Auto nur zum Ballern. Wenn so ein Motor gut in Schuss ist, kann man wirklich mit so einem Serienmotor ohne Probleme 700, vielleicht 800 PS fahren, ohne irgendwas an dem Motor zu verändern, wenn man weiß, wie es geht. Und der Motor hält das tatsächlich aus. Also an sich ist diese V6 Biturbo-Konstruktion schon eine coole Sache. Nachteil ist, wie man sieht, sieht man gar nichts. Man kommt nirgendwo dran. Es macht auch keinen Spaß, an diesem Motor zu schrauben, solange er eingebaut ist. Weil man kann noch nicht mal die Turbolader sehen. Die sitzen irgendwo da unten. Das heißt, jeder RS4-Liebhaber kann sich schon mal darauf einstellen oder auch S4-Liebhaber. In der Zeit seines Besitzes wird er auf jeden Fall einmal den Motor rausnehmen müssen, weil halt viele Sachen erst zum Vorschein kommen, wenn der Motor draußen ist. Ja, so viel zum Thema Technik. So, jetzt noch einmal kurz zum Antriebsstrang. Beide Autos, permanenter Quadroantrieb. Da unterscheiden sich ehrlich gesagt die Autos auch fast gar nicht. S4, RS4, beide Sechsgang. Getriebe sehr ähnlich, allerdings dann doch im dritten und vierten Gang von der Übersetzung her anders. Das heißt, der RS4 ist im dritten und vierten Gang kürzer übersetzt als der S4. Hat man damals einfach gemacht, damit für solche Zeitungen wie die Automotor Sport, damals waren noch Zeitschriften angesagt, die Beschleunigung von 100 auf 200 einfach maximal gut war. Und deswegen hat man den dritten und vierten so weit verkürzt, dass das Auto genau im vierten Gang 200 gefahren ist. Sonst aber Thema Antriebswellen, Kardanwelle, Differential hinten, alles identisch, gleiche Sperren verbaut, beziehungsweise gar keine und kann man auch die Teile untereinander tauschen. Einen einzigen Unterschied gibt es noch, die vorderen Radlagergehäuse beim RS4, das heißt eigentlich das Hauptteil, wo das Radlager, die Narbe und so weiter dran sitzt, war beim RS4 schon aus Alu mit geschraubten Radlagern, beim S4 ist das Ganze vorne noch aus Guss und dementsprechend schwerer. Gewichtsmäßig liegen wir hier bei so einem RS4 ungefähr bei 1620 Kilo, so war die Herstellerangabe. Ein gleichwertiger Avant wiegt ungefähr das gleiche. Ich glaube, ich habe teilweise sogar welche schon mal gesehen, die sogar schwerer sind und dann im Fahrzeugschein sogar mal 1650, 1660 Kilo hatten. So, insgesamt würde ich sagen, man hat zwei relativ ähnliche Autos auf den ersten Blick. Praktisch ist dann aber wirklich verdammt viel dran anders und ich kann jedem immer nur empfehlen, wenn ihr wirklich vorhabt, euren S4 zu tunen, kauft euch lieber gleich ein RS4. Die sind natürlich einen Tucken teurer, aber es ist halt wirklich verdammt viel dran anders. Und jetzt kommt auch noch dazu, wenn es von diesen Fahrzeugen wirklich nur 6.000 Stück gab, sind natürlich auch relativ wenige Gebrauchteile unterwegs, weil halt einfach die Autos jetzt nicht so häufig geschlachtet, kaputt gefahren und so weiter wurden. Das heißt, einen S4 zu tunen kann relativ schnell, relativ kostenintensiv werden. Deswegen würde ich persönlich immer dann direkt auf ein RS4 greifen. Das ist jetzt erstmal einfacher gesagt, weil ich kann euch sagen, als ich mit der ganzen Sache angefangen habe, vor 10, 11, 12 Jahren, haben solche RS4s noch gekostet zwischen 14 und 25. Heute kosten sie eher zwischen 22 bis aufwärts an die 50. Das heißt, die Preise sind dort definitiv gestiegen. Aber genauso ist es beim S4 natürlich. Genauso. So viel zum Thema S4 und RS4. Ich bin absoluter RS4-Fan, aber natürlich auch genauso S4-Limo-Fan. Beides wunderschöne Autos. Perfekt zum Tunen. Jeder, der selber Schrauber ist, kann ich nur empfehlen, die Autos, weil für das Geld kriegt ihr dann doch jede Menge Auto. V6, viel Drehmoment, Biturbo, Allrad, macht jede Menge Spaß, Schalter. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.